Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute zu Gast ist Isabel Hallitz und ich möchte von Ihnen wissen, was läuft derzeit schief beim Anerkennungsverfahren von ausländischen Fachkräften und was müsste sich ändern? Oh, da gibt es mittlerweile sehr viele Probleme. Es gibt unglaublich lange Wartezeiten, was das Thema Visatermine angeht. Ja, man wartet bis zu 6 oder auch sogar 12 Monate mittlerweile in den Balkanstaaten, um ein Visum zu erhalten. Dann natürlich sehr lange Verfahren bei den Anerkennungsbehörden in Deutschland, bis man dort überhaupt eine Eingangsbestätigung erhält, der Antragsunterlagen, ob diese vollständig sind oder nicht, wartet man auch mittlerweile bis zu 6 Monate. Das sind alles Wartezeiten, die sich so weit erstrecken, dass es dadurch sehr unplanbar wird, wann diejenige Fachkraft dann tatsächlich nach Deutschland kommen kann und vor allen Dingen, wann sie dann auch als fertige, als anerkannte Fachkraft im Unternehmen arbeiten kann. Des Weiteren haben wir sehr intransparente und sehr individualisierte Regelungen, was das Thema Zuwanderung der Fachkräfte betrifft. Sprich, wir haben keine einheitliche Gesetzesgrundlage in dem Bereich, was es dann erschwert. Wir haben über 600 Anerkennungsstellen, wo sie dann erstmal selber rausfinden müssen, an welche Anerkennungsstelle muss ich mich denn wenden, wenn ich eine Pflegekraft aus dem Ausland anstellen will. Dann gibt es sehr individuelle Beurteilungsspielräume, was das Thema Fachlichkeit und Qualifikation angeht. Also es fehlen ganz klar transparente Prozesse, eine einheitliche Bescheidungs- und Regelungsgrundlage und vor allen Dingen ganz klare Regelungen, mit welcher fachlichen Qualifikation man sozusagen auch zuwandern kann. Was erhoffen Sie sich denn von dem geplanten Fachkräfteeinwanderungsgesetz? Geht das in die richtige Richtung, was die angesprochenen Punkte angeht? Also da erhoffen wir uns tatsächlich sehr viel. Was dort inkludiert werden soll, ist unter anderem ein beschleunigtes Antragsverfahren, was natürlich schon sehr viel Wert hat, wenn dann tatsächlich auch die Zeiträume, die darin genannt sind, eingehalten werden. Wir haben ja zwar jetzt auch, ich sag mal, gesetzliche Vorgaben von einer 4-monatigen Bearbeitungszeit, die bei Weitem nicht eingehalten werden können, weil das Personal in den Botschaften, aber auch bei den Anerkennungsstellen in Deutschland einfach fehlt. Das sieht das Gesetz, sage ich mal, in dem Umfang leider noch nicht vor. Es wird zwar beschrieben, dass auch das Personal aufgestockt werden soll, aber dafür müssen natürlich auch zusätzliche Haushaltsmittel bereitstehen, damit es dann in den Anerkennungsstellen und auch in den Botschaften vor Ort passieren kann. Was uns noch fehlt, ist eine ganz klare Benennung, unter welchen fachlichen Qualifikationen man dann tatsächlich einreisen kann und vor allen Dingen eine Zentralisierung dieser Anerkennungsbehörden oder Anerkennungsstellen, sprich ein Ansprechpartner für die Unternehmen, für Vermittlungsagenturen oder eben auch für ausländische Fachkräfte, die sich direkt in Deutschland bewerben, wo sie ihre Unterlagen einzureichen haben und wir dadurch natürlich eine viel bessere Bündelung auch der Kompetenzen haben könnten, der Mitarbeiter, die sich jetzt schon damit beschäftigen und dadurch natürlich die Verfahren hoffentlich sowieso beschleunigt werden. Welche Chancen und Grenzen sehen Sie denn überhaupt bei der Fachkräftegewinnung aus dem Ausland? Also wir haben ja mittlerweile einfach einen unglaublichen Bedarf an Fachkräften. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir eine starke Leistungsausweitung aufgrund der Pflegestärkungsgesetze hatten. Damit haben wir ja über 600.000 zusätzliche Pflegebedürftige sozusagen bekommen in Deutschland, die eben Leistung aus der Pflegeversicherung und aus der Krankenkasse erhalten können, was den Bereich Pflege betrifft. Wir haben aber nicht gleichzeitig einen riesen Aufschwung oder zusätzliches Personal erhalten. Also wenn man die offenen Stellen vergleicht mit denjenigen, die arbeitslos gemeldet sind an Pflegefachkräften, dann haben wir ein Delta von über 11.000 zusätzlichen Fachkräften, die eben nicht durch arbeitslos gemeldete Personen in der Pflege besetzt werden können. Und die können wir auch gar nicht so schnell ausbilden. Also sprich, die Ausbildung dauert ja auch noch mal mindestens 3 Jahre. Also wir sind eigentlich auf den Zuzug ausländischer Pflegekräfte ein Stück weit angewiesen, um einerseits auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen einzuhalten, was die Personalvorgaben angeht. Und andererseits liegt darin natürlich eine große Chance, weil auch Deutschland immer mehr multikultureller wird. Sprich, wir haben ja nicht nur jetzt eine Zuwanderungswelle gehabt in den letzten Jahren, sondern auch schon in den 70er, 80er Jahren. Die Leute werden auch pflegebedürftig und dort nochmal Personen zu bekommen aus anderen Staaten, die vielleicht beide Sprachen sprechen, eben Deutsch und eben auch die Sprache aus dem Herkunftsland, ist natürlich von Vorteil, wenn man das gerade für demenziell Erkrankte betrachtet, die ja dann häufig, sage ich mal, ein Stück weit
in die Jugend oder in frühere Jahre zurückversetzt werden, weil eben das Kurzzeitgedächtnis verloren geht und sie sich eher an eben ihre jungen Jahre erinnern, vielleicht dadurch auch ein Stück weit, das gab es auch, die deutsche Sprache vergessen. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir entsprechend adäquate Pflegeangebote haben. Das geht eben nur mit Menschen, die auch die Sprache sprechen, die jeweilige Fremdsprache. Und wir haben da natürlich eine Riesenchance durch den Familiennachzug, den man ermöglichen kann, für den Zuzug der ausländischen Pflegekräfte auch wieder neues Arbeitskräftepotenzial nach Deutschland zu holen, die dann über die schulische Ausbildung dann später auch in die akademische oder in die Berufsausbildung gehen. Das heißt, wir haben ja nicht nur in der Pflege einen riesigen Fachkraftmangel, sondern auch andere Berufe beschweren sich, dass sie keine Azubis mehr bekommen, dass aber auch Studienplätze leer bleiben. Und da haben wir natürlich eine große Chance, nochmal zusätzlich zu den eigenen jungen Menschen und Kindern, die wir ja selber als Deutsche auch haben, dort nochmal zusätzlich Fachkräftepotenzial zu erhalten. Aber wo sehen Sie die Grenzen? Also genau, also die Grenzen liegen ganz klar darin, einerseits natürlich, wie viele Anträge können bearbeitet werden, wie viel Bedarf ist andererseits auch bei den Einrichtungen da. Da muss man natürlich schauen, passen die Kulturen selber in mein Pflegekonzept, in meine Einrichtung? Sind vielleicht die Bewohner oder Pflegebedürftigen überhaupt offen für Menschen anderer Kulturen und von Menschen anderer Kulturen gepflegt zu werden? Können sich aber auch die ausländischen Pflegekräfte mit dem deutschen Pflegesystem anfreunden? Finden sie sich dort wieder in dieser Pflegekultur, die wir in Deutschland haben? Weil wir uns ja doch ein Stück weit abgrenzen von den häufigen Studiengängen. Also die Pflegeausbildung ist ja in den anderen, häufig in den Drittländern hauptsächlich ein Studium, wo eben die grundpflegerischen Tätigkeiten eher nicht inkludiert sind, sondern von Familienangehörigen oder anderen Personen durchgeführt werden und nicht von den Fachkräften. Das heißt, wir haben ja schon mal auch ein ganz anderes Pflegeverständnis. Wir haben auch ganz andere Pflegestandards. Wir haben spezielle Dokumentationsvorschriften. Also da muss man dann natürlich die Fachkräfte aus dem Ausland entsprechend anlernen. Das dauert Zeit. Ja. Es geht nicht unbedingt schneller, als wenn man eben deutsche Fachkräfte entsprechend ausbildet. Von daher sagen wir immer, es ist eher ein mittel- bis langfristiges Planungsinstrument und wir können nicht damit rechnen, wenn wir heute oder morgen uns für eine ausländische Fachkraft interessieren, dass die in 2 Wochen später dann schon in Deutschland als vollständige Fachkraft arbeiten kann. Das heißt also, wenn man kurzfristige Personallücken hat, dann kann man die nicht mit ausländischen Fachkräften, die auch noch im Ausland sind, besetzen. Und wo es wahrscheinlich dann eben auch nochmal Grenzen geben wird, ist das Thema der Fachkraftberufe. Also sprich, wenn die Positivliste tatsächlich wegfallen soll über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und dann nach einer Weile, wenn man feststellt, es ist doch genügend Fachkräftepotenzial im eigenen Land da, dort auch wieder Begrenzungen einzuführen, wie viele aus dem Ausland einwandern dürfen. Und natürlich ein anderes Thema wird das Thema EU sein. Ja, wie wird sich das Thema Fachkräfteeinwanderung über die Europäische Union weiterentwickeln. Wir haben im Mai Europawahlen, da wird es natürlich spannend, ob es in Zukunft dort auch entsprechende Eingrenzungen nochmal gibt oder eine ganz andere Öffnung nochmal des Marktes. Und wir dürfen eben nicht vergessen, wir sind nicht der Nabel der Welt, also es wollen nicht alle nach Deutschland aus dem Bereich der Pflege. Also wir müssen da ganz klar, ich sag mal, attraktive Bedingungen schaffen, dass die Pflegekräfte aus dem Ausland nicht zwingend zuerst in die USA oder die skandinavischen Länder wollen, sondern auch eine Kultur entwickeln, die willkommen heißt. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Hallitz, für das Gespräch. Dankeschön.